Schönen guten Tag und herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe von Sprite Seeing mit Chrono Trigger. Ein paar kleine zerquetschte Sidequests haben wir sozusagen gelöst bis jetzt. Jetzt gehen wir einen weiteren an, nämlich die Rainbow Shell wollen wir finden. Thoma hat uns darauf hingewiesen, ja, es ist bei der Giant's Claw sozusagen versteckt. Das ist dieser Dungeon, den wir vorhin angegangen sind, oder besser gesagt kurz reingegangen sind, reingeschaut haben. Ich habe mir kurz Robo ins Team dazu geholt. Klar, es sind zwar jetzt zwei schattenbasierte Magier dann dort, aber ich habe mit Robo schon lange nicht mehr gekämpft und er könnte einen kleinen Status-Boost gut vertragen. Thomas crumpelt, zusammengeknüllte Notiz. Diese Löcher, was passiert, wenn ich mit Absicht da reinspringe? Ja, ich fange wieder beim Anfang an und, das ist ein guter, wichtiger Hinweis, denn, guck mal genau hin, ja, ihr seht eigentlich, wo wir hier gelandet sind. Giant's Claw ist nichts anderes als die Überreste von Azala Schloss. Ja, Azala Schloss aus der Vergangenheit vor 65 Millionen Jahren, wo wir eigentlich, hier wo wir gerade sind, da oben, da war eigentlich der Kampf gegen Azala und Tyranno. Hier, ja, looks like the Reptile's Castle. Prehistoric Castle, haha. Obwohl, warte mal, nee, eigentlich sollte ich dann nicht Robo dort haben, sondern wenn ich hier bin, dann kommt Isla mal mit dazu. Die könnte ich ja auch nochmal aufleveln, so. Kann ich ihr nochmal ein paar Items geben? Eonhelm hat sie auf, Eonsun auch. Power Scarf ist okay. Behalten wir es dann einmal so. Das ergibt ja mehr Sinn, dass wir sie dann mit dabei haben, wenn es zu den Reptiles da wieder geht. Ja, und hier ist anscheinend die Rainbow Shell irgendwo versteckt. Wenn wir hier gucken, ja, es sind wieder Dinos vorhanden. Zum Glück bin ich ja ganz gut mit dem Luminaire ausgestattet und wir können uns ja vielleicht daran erinnern, speziell mit dem Gigasaur hier. Die waren ja alle relativ, ja, schwach gegenüber Blitzmagie, wurden sogar manchmal geschockt und in ihrer Abwehrkraft dann eingeschränkt. Seht ihr einen Luminaire? Er hat immer noch genug gehabt, ne? Der hat 2000 habe ich ihn damit abgezogen, aber es war noch nicht genug. Haben noch genug Hitpoints gehabt. Das wird mir auf jeden Fall hier sehr weiterhelfen, dass ich Luminaire hier mit dabei habe. So, da ist die Tür, nicht vergessen. Oh, machen wir nochmal. Komm. Verdammten Lizard Ducktails. Ich bin mir jetzt auch nicht sicher, ob die kräftiger sind als die Gegner, die wir schon damals in der Vergangenheitsform sozusagen beackern durften. Warum ist Chrono nicht der Schnellste? Dass ich einfach nur A drücken kann und dass er als Erster den Luminaire loslässt. Das sollte doch so gar nicht sein. Oh, scheiße. Das war genau das Falsche. Das war genau das Falsche. Okay, dann kann ich die vielleicht gar nicht mit Magie anhauen. Zumindest ist ihre Antwortattacke nicht die beste. Dann lass mich doch mal vielleicht was von Margus probieren. Margus ist hier ein bisschen meine eierlegende Wollmilchsau eben, ne? Er hat von allen Magien etwas. Das heißt, ich bräuchte Dark Mist. Oh, probieren wir mal ein bisschen mit Shadow. Wenn die jetzt auch davon geheilt werden, bedeutet, dass die nur physische Attacken abkönnen. Ne, Shadow ist gut. Ach, ein bisschen Schattenmagie schadet nie. Ja, meine eierlegende oder Magie-eierlegende, heraufbeschwörende Zauberwolf nicht sau. Ah, und daran können wir uns auch erinnern. Links. Kommen die Löcher. Oh, ein Kätzchen. Okay. Rechts kommen die Monster. Fühlen das Kätzchen dadurch. Und da ist der Safe-Platz. Das hat sich nicht geändert. Okay. Das arme Kätzle. Es tut mir aber leid. Muss nochmal den Save-Punkt. Ach, ich brauche jetzt nicht saven. Holen wir erstmal die Gegner runter. Das arme Kätzle, tut mir leid. Ey, und die werfen wieder mit mir auf mich selbst sozusagen. Mal ein bisschen Dark Mist machen. Tech. Das Luminaire müsste eigentlich auch helfen.
Too far away to counterattack. Oh, ich sollte gleich nochmal ein bisschen Energie aufleveln hier. Ich muss ja wieder ein bisschen hinfüllen. Damit hat das Kätzchen da jetzt. Was soll denn das? Sollte reichen für die. Was? Das reicht immer noch nicht? Okay. Rock so. Ja, schmeiß aber ein bisschen mal Steine hier. Ah, wie du mir, so ich dir. Dich werfe ich auch mal. You damn dirty ape. Hey, du scheiß Affe. Okay, war keine gute Idee, die wegzuhaken. Das hat mich auch noch nicht mal so sehr gekickt von den Experience Points. Dann mache ich das jetzt doch einmal. Ich habe hier genug Shelters. Benutze auch einmal zum Abspeichern. So, wenn wir das jetzt aufmachen, das fällt das Kätzchen trotzdem runter, ne? Oh. Wir springen auch mal runter zum Kätzchen. Und scheiße, es sind trotzdem zwei Affen. Okay, ich werde nur den Rock Throw mit Isla machen. Und eine physische Attacke. Den Spin Cut auf den anderen. Ja, und ich kann nicht mal eine Attacke machen, bevor die angreifen. So, das sollte reichen, glaube ich, für den ersten. Draußen befindest du mehr. Es ist nicht mal genug. Ey, wie viele Hitpoints haben die denn? So, das soll aber reichen jetzt. Okay. So, ein Spaggerei. So, noch ein Rock Throw. Das sind gute physische Attacken. Markus Level Up. Die Architektur hat sich wohl ein bisschen verändert mit den. Ja, es sind ja wirklich 65 Millionen Jahre dann gefühlt. Oh, jetzt kommen solche Dinos rein. Okay, die kann ich aber einfach wegblitzen, das weiß ich. Luminaire, komm. Sie kann einmal ein bisschen heilen. Na gut, das war auch nicht ganz nötig bis hierhin. Jetzt mal schauen, was denn mit ihren Tech Points ist. 11 braucht sie noch für Charm und der für Black Hole. Power of Life slash Death 565. Ja, die werden noch ein bisschen hier im Betrieb bleiben. Kann ich nicht so aufmachen, okay. Ich muss X drücken. Oh, Found One Power Tab. Das war wohl das Wichtige hier. Der Knopf hier hinten lässt sich eh nicht mehr drücken. Gucken wir mal, wo wir hier rauskommen. Oh, 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 oh. Da unten hat noch was geleuchtet. Da ist es. Ja. Schnell hin, schnell hin, schnell hin. Bevor ich es vergesse. Und noch ein Power-Tap. Yeah! Oh, eine Kiste da in der Ecke. Nicht vergessen. Ich sehe dich, ich sehe dich. Ein Full Ether. So, irgendwo gleich Gegner kommen, bestimmt. Wenn ich einfach so lang laufen. Da. Oh nein, es sind wieder die Affen. Ich hasse die Affen. So. Hier, Roxo hilft. Und ich mach ein. Ja, ich schmeiß mich nicht ins Loch. Du dummer Sack. Und Spin Cuts hinterher. So. Ja, dass das nicht ausreicht. 1430. Diese 2000 plus Hitpoints haben, die Spacken. So, nochmal. Oh, vielleicht reicht das jetzt schon, weil Margus hat ja einmal zugehauen. Ja, das hat gereicht, das ist gut. Das finde ich gut. Oh, und Isla hat Charm gelernt. Ich glaube, Charm ist sozusagen, dass die Gegner dann auf unsere Seite kämpfen. Ey, da kommen sie nochmal rein. Boah, wie ich das hasse. Okay, dann machen wir einmal den Rock Throw. Und ich werde einmal Luminaire dazu packen. Oder? Oh, machen wir noch einmal Dark Mist. Aber ich packe trotzdem den Luminaire dazu.
Vielleicht reise. Oder heilt etwa. Hat Magie etwa die Affen geheilt? Nein, ne? Zwei und. Ja gut, Dark Mist war auch okay. Soll nicht vergessen, da ist der Magus direkt daneben, da steht noch die Kiste. Kist. Ein Blue Rock. Oh, was macht denn der Blue Rock? Ein Accessory. Invokes Triple Tech Omega Flare. Okay. Kann ich mehr Triple Techs damit machen? Mann, ich habe jetzt hier echt viele Tabs. Power, Magic und Speed. Die werde ich mal alle einfach Chrono geben. 1, 2, 3. Guck mal. Oh, das letzte Power Tab hat sogar plus 2 gegeben. 1, 2, 3. Kann er besser Magie machen. Speed Tab ist er sogar ein bisschen schneller. Das war ja fast wie ein Level Up hier gerade. Es ist wirklich echt tief, diese Höhle. Und es sind immer diese fucking Affen. Wo gleich jetzt noch einer sich mir entgegenstürzt, bestimmt. Soll ich hier hoch? Wo komme ich damit hin? Ich vertraue dem nicht so ganz. Ich bin ein bisschen irritiert, wo denn der beste Kurs wäre. Weil ich mich nach Möglichkeit... Oh, da ist eine Kiste. Nach Möglichkeit... Alles so gut. Abdecken wie möglich. Okay. Da ist ein Trapper. Da nicht, das sind... Okay, was auch immer das jetzt gewesen ist. Einer. Zwei. Jetzt bin ich wieder oben, wo ich rausgekommen bin, oder? Oh, ein Frenzy Band. Was macht denn das Frenzy Band? Das sind Fancy Bands, ist es, ne? 80% Counter-Attack Rate, okay, noch viel besser. Hm? Wenn ich Counter-Attack dann machen möchte. Scheiße. Ich war doch da fast drauf getreten. Okay, kein Luminaire. Sondern der Rock Throw nach dem Spin Cut und ein Dark Mist. Na verdammt, einmal erwischt er mich. Oh, ich muss gleich mal was für die Hitpoints machen von Chrono. So wie du mir, so ich dir. Schmeiß, schmeiß. Und Markus sollte die jetzt mit dem Dark Mist eigentlich gut wegbekommen. Ja, das war doch gut. War ganz passabel. Eiler auch einen guten Level Up. Diese ganzen Lapis, die ich hier bekomme. Ich habe schon 41. 200 Hitpoints für alle. Okay, ich habe gar nicht drauf geachtet. Aber gut zu wissen, ich dachte Lapis Lazuli hier, unser Lapis, wäre dann dafür da, irgendwie Zustände zu heilen oder sowas. Aber es hat was mehr für so, dass es ein mit Tonic mit extra Kraft sozusagen. Ah, warte mal. Und that's important hier. Schmeißen erstmal den hier kurz runter. Und dann mich hier schauen. Oh! Die Johnnies sind es hier. Ja, verdammt. Bevor ich da weitergehe, ich will einmal unten. Nee, ich lass es mal. Rock Throw auf ihn hier. Und ein Dark Mist auf den Rest. Das sollte nämlich auch reichen. Ey, wie die auf mir rumspringen. Ach scheiße, ich wollte mich ja heilen. Habe ich auch komplett vergessen. Nein, was ich eigentlich machen wollte, wäre... mich ins Loch stürzen zu lassen. Aber hier gibt das gut Tech Points. So. Komm, Alter hat genug Magic Points. Können wir einmal so machen, auch wenn es nicht die effizienteste Art ist, sich zu heilen. So. Ich möchte nämlich einmal hier runter. Ach, es klappt nicht mal. Scheiße. Okay. Diese Dinger waren noch die, die ich... ja. Die ich ein bisschen anders beackern musste. Ach scheiße, ich habe ja natürlich jetzt nicht die Möglichkeit, Specials zu benutzen, aber
Was bringt mir das? 1000 Experience, okay. 100 Tech Points, das ist ja der Hammer. Ein mit Isa. Okay. Krieg ich für den auch. Oh, 100 Tech Points, ey. Das ist ja cool. Jetzt kann ich mich ja hier einmal richtig aufleveln oder so weiter. Das soll ja auch reichen, ne? Nochmal 100. Boah, kann ich das wiederholen? Ich gehe mal hier kurz durch. Ne, die sind weg, ne? Schade. Und im Ei? Ah, das Ei war ein Trick, natürlich. Womit ich im Knast hier lande. Okay. Oh, hier ist ein Save-Button. Ich habe das Gefühl, ich habe einige Plätze verdödelt. Ah, hier wollte ich hin. Sehr gut. Ein Power-Tab. Kann ich die Tür von hier öffnen? Ja. Das heißt, ich kann wieder hier durch. Gut, 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 gut. Und dann werden wir uns einmal hier heilen. Mit keinem Hyper-Ether, Entschuldigung, sondern im Shelter. Gimme Shelter, gimme Shelter. Gimme 4, gimme 5, gimme Habadabadive. Wie James Hetfield so schön sagte. Mal gucken, was ihre... Ja, 100, 250 braucht sie noch dafür und der für das Black Hole 234. Ja, die sind ja relativ nah dran. Für diesen Level zumindest. Gucken wir mal, was es hier so gibt. Oh Gott. Oh Gott. Ich glaube, ich weiß, was auf uns wartet. Oh, guck mal. Ich kann sogar an ihm vorbeigehen, aber nicht wirklich, denn ja, es ist eine Neuauflage des Tyranno. Der rostige Tyranno. Und er zählt auch nochmal durch. Okay, wir probieren einmal unsere aktuellen Steal from an Enemy. Können wir ihm was klauen? Was bringt Luminär? 1500, das ist schon mal sehr gut. Ich probiere auch mal den Dark Mist. Kann ich was klauen? Oh, ich konnte was klauen. Eine Red Mail. Oh, cool. Eider immer dabei haben und von Endgegnern klauen ab sofort. Ja, also die Kombination Luminär und Dark Mist ist ziemlich gut. Kann ich einen Rock Throw mit ihm machen? Der ist doch viel zu groß dafür, oder? Einfach mal probieren, oder nicht? Der müsste eine abteuflisch... Ne, kann ich nicht, ne? Natürlich nicht. Der müsste eine teuflisch große Anzahl an Hitpoints haben. Luminär. Charm. Einser haben wir schon geklaut. Die Cat Attack machen wir mal. Und einmal Dark Mist. Ah, das sollte... Das sollte aber eigentlich relativ easy vonstatten gehen. Ne? Ich hoffe mal, dass er jetzt nicht irgendwelche Sonderattacken oder so auspackt. Die wir nicht kennen. Ja, als ob mich das erschreckt, das bisschen Geschrei. Das tangiert mich doch nur peripher, ihr Schweine. So. Nochmal 800 drauf, also mit einer Runde. 1500 plus 1000, 2500 grob. Plus 800, 3300. Sag, machen wir, runden wir auf 3400. Pro Angriffsrunde. Und bisher hat er noch kein einziges Mal zugehauen. Das ist, wenn er sehr, sehr viele Hitpoints hat. Ich bin confident. Ich habe Selbstvertrauen. In meine Party. Und hier, wenn ich Margus nicht hätte, muss ich natürlich mit einem anderen Charakter vorlieb nehmen, aber wer hat, der hat, ne? Und ich habe und ich setze auch ein. Dit.
Erste Musik komplett wieder im Ohr. Ich glaube, ich muss fast schon eher auf meine Magic Points achten. Jetzt ist langsam auch mal genug, ne? So viele Hit Points hat er bestimmt nicht mal mehr Lavos, ihr Spacken. Immerhin hier der Rust-Tyranno. Bedeutet das, ist es der von damals und ist dann eingerostet oder so? Oder ist er einfach nur rostfarben, weil er diese Farbe angenommen hat von dem Untertageleben? Natürlich ist hier kein Äquivalent der Reptiles da. Also kein Azala, kein gar nichts. Ich weiß jetzt auch nicht. Ja, der Azala hat ja natürlich noch ein anderes Element reingebracht, aber durch mein konsequentes Attackieren, das Angreifen, bringe ich ihn sozusagen. Ja, aus der Fassung. So dass er sein. Ah, oh, geschafft. Ja, er hat kein einziges Mal angegriffen, oder? Ne? Ich habe ihn immer aus der Fassung gebracht. Und weggebracht. Ja, das war dann wohl die ganz richtige Taktik. Tja, und das ist. Das ist er gewesen, der Rust Tyranno. Und wir sollten eigentlich. Da ist sie. Die Rainbow Shell, nach der wir gesucht haben. Sehr schön, groß. Das ist die Rainbow Shell. Kann man essen? Schwer. Oh. Zu schwer. Ach, wer wird denn das für uns tragen? Ja, wir können es auf jeden Fall jetzt hier nicht abholen. No. Kann ich denn... Okay, wie war das nochmal? Muss ich das drücken? Muss ich irgendwas machen? Ne, ich glaube, ich muss hier wieder raus. Und dann holt... Okay, ich probiere es einfach nochmal, aber das wird, glaube ich, nichts bringen. Ne, irgendjemand muss es für mich abholen. Das sagt er ja auch schon, der Magus. Wir probieren es nochmal. Weil auch Schaden wird man... Ach ne, sie probieren es nicht nochmal. Ups, falsche Taste gedrückt. Ah, und natürlich, sobald wir nach unten gehen, blendet es aus. Wir werden kurz vorstellig bei dem König und Königin Lin. Hallo, ihr seid immer hier willkommen. Was können wir für euch tun? Ayla hat Bitte. Ich verstehe. Ihr wollt, dass ich diese große, ja, dieses große Gehäuse, Behältnis, hier sicher behalte, ja, bis ins nächste Jahrhundert. Richtig? Ich frage nur wegen Krono. Bitte höre auf ihre Bitte. Bitte, ja. Erledigt, ja. Ich werde uns die Rainbow Shell zu eigen machen und werde sie im Schatz dann verwahren als Nationalschatz. Oder in unserer Schatzkammer verwahren. Kapitän, der Ritter. Jawohl, Ihre Majestät. Gehe er und hole sich die Rainbow Shell und bringe sie zurück in einem Stück. Natürlich, Sire. Sofort. Wird gemacht. Ach, du guter Mann. Stark. So wie Ayla. Ayla mag. Tja, und? Damit wäre zumindest ein Teil erledigt. Guck mal, die Königin fragt nach Frog. Ist es so sinnig, dass ich Magus hier mit dazu bringe? Guck mal, Frog haben wir wieder. Frog, da bist du ja. Ach, du hast dich also zusammengeschlossen mit Krono und den anderen. Du hast einen so feinen Job gemacht. Bitte bleib mit uns, solange du willst. Meine Königin, mein Herz freut sich darüber. Vielen Dank, meine Königin. Na, das reicht, man hört das Heldenlied von Glenn. Ja, Frog, thanks again. You deserve the title of knight. Ach, bitte, werter König, verschwende nicht solche wertvollen Worte auf mich. Ja, und auch der Glenn, der will einfach den Titel des... Ja, des Ritters nicht haben. Warte, ich werde langsam hier ein bisschen müde. Guck mal, und auch wenn ich mit Magus dahin gehe und rede. Nonsense, you saved the day, I just cooks. I'm whipping up a victory meal, something real fancy. Ach, der Koch, der hilft auch noch. Was ist der dumme Kanzler? Cool, und mein Dank wird dir auf Generationen dann zuteil werden. Ja, ja, genau. Dein scheiß Nachfahrer will mich dann exekutieren. Guck mal, wie cool der fliegt, ey.
Das ist ja der Hammer. Aber gut. Dann würde ich auch sagen, wir lassen alle 5 gerade sein. Und wir haben zumindest hier die Rainbow Shell geholt. Was wir aber weiter damit anstellen, schauen wir uns das erst im nächsten Teil an von Chrono Trigger und Spritzing. Ich war der Gregor, sage ciao, ciao und bye bye. Bis dann.